Mercedes C43 AMG. Optimierung ist drauf, Schubabschaltung ist drauf. So, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video bei AAG Racing. Was haben wir hier heute stehen? Mercedes C43 AMG. Was kriegt der Kleine? Eine Stage 1 und Schubabschaltung. So original klingt der ja schon mal gar nicht verkehrt. Aber der kann auch noch mal ein bisschen schicker klingen. Und ja, eins ist so ein bisschen enttäuschend bei den Kisten, muss ich sagen. Der Kunde hatte mich gefragt gehabt, hier, wie sieht's aus mit einer Downpipe oder Ansaugung oder anderes Ladeluftkühlersystem, damit wir noch mal ein bisschen mehr Leistung rausholen können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das einzige Ladeluftkühler-Kit, was angeboten wird, ist von Wagner, soweit ich gesehen habe, für 2000 Euro. Downpipe-mäßig gibt es gar nichts mit TÜV im Angebot, wenn dann nur irgendwelche leergeräumten Cuts. Oder ja, Ansaugung habe ich noch gefunden, ohne TÜV. Also haben wir uns kurzerhand entschieden zu sagen, das war's dann. Dann bleibt es einfach mal bei der Stage 1 und der Schubabschaltung. Achso, VMAX wird natürlich auch aufgehoben. Ja, aber finde ich so ein bisschen enttäuschend. C63, die ganzen 55er, 500er und was weiß ich nicht alles, da gibt es Teile ohne Ende für. Und für den C43 ist nicht wirklich was im Angebot. Wir hauen dann eine Stage 1 drauf, wir hauen da die Schubabschaltung drauf und ja, fahren jetzt einfach mal ein bisschen Sound geben, euch mal ein paar Eindrücke. Ach ja, Zeitenmessung machen wir auch noch. Einmal original und einmal dann mit der Stage 1 drauf. Ja, ich würde sagen, ich steige ein, fahre mal eine kleine Runde, teste den mal durch, nehme euch einfach mal mit und dann gucken wir mal. So, wir sind hier auf S. Sport. Wir wollen ja erstmal Komfort haben. Ja, Qualität ist auf jeden Fall Bombe schon mal von der Karre. Das muss man ja schon mal sagen. Ja, ist halt schön, wieder in so einem neueren Auto zu sitzen. Ne? Ich mag natürlich auch diese ganzen VR6 Turbo-Geschichten und was es da nicht so alles gibt, 1.8er T, die Umbauten, 5, 6, 700 PS in den alten Kisten, ist natürlich auch eine Leidenschaft. Aber so ein neueres Auto zu fahren, ist wiederum ein bisschen was ganz anderes. Ne? Also möchte man irgendwo auch nicht missen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also und auf Komfort ist der Auspuff auch relativ leise. So, dann gucken wir mal, wie der Kleine klingt auf Sport Plus. Ja gut, der schaltet direkt runter. Ne? Mal hier mit dem Schaltwippen mal ein bisschen nachjustieren. Ich sag mal, der Auspuff ist noch relativ verhalten, also dafür, dass es ein AMG ist, ist der... Na gut, wenn man komplett reinlatscht, macht er ein bisschen mehr Sound. Aber man muss schon sagen, der geht schon schick. Ist auch ein Allrad. Braucht man keine Angst haben, dass das Heck ausbricht, ohne dass man es will. Also was ich auf jeden Fall geil finde, ist hier mit der Tacho-Geschichte, da hat Mercedes das ganz geil gemacht mit diesen quasi mit dieser Flaggengeschichte, Zielflaggengeschichte, also ganz Verarbeitung, auch schick. Also ich kann das auch relativ gut vergleichen. Ich saß letztens in einem S3 drin, in einem 8V. Also ich muss sagen, der Mercedes gefällt mir optisch von innen einen Ticken besser.
ist schon schick. Aber hier muss auf jeden Fall Auspuffanlagen, technisch muss hier auf jeden Fall was gemacht werden. Das können wir so nicht lassen. Da ist ja kaum Sound. Das ist immer. Also da muss ich sagen, da hört sich so ein C63. Jetzt haben wir das Ding mal ein bisschen durchgetestet, sind mal ein, zwei Runden gefahren, ein bisschen Auspuffsound gehört oder das bisschen Auspuffsound, was von AMG da zur Verfügung gestellt wird. Jetzt machen wir uns auf dem Weg zur Autobahn. Einmal Zeitenmessung, 100, 200. Gucken wir mal, was der Kleine drückt und dann das Ganze mit der Stage 1 nochmal. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja schon mal den Audi TT gemessen von einem Bekannten. Mit einer Stage 1 und der ist irgendwie eine 310 gefahren. Mich würde echt mal interessieren, was das Ding jetzt fährt, die 100, 200. So, Sportmodus aktiviert, beziehungsweise Sport Plus. Und dann geht's jetzt mal auf die Bahn. Mal schauen, was der Lütte drückt. Alter, eine 12,6. Hammerzeit, ey. Das ist krass. Eine 12,6, 100, 200. Alter, das ist schnell. Das ist echt schnell. Aber jetzt darfst du nicht vergessen, ein originaler TT mit original 230 PS gemacht, ne, fährt nur einen Ticken langsamer, 100, 200. Der fährt nämlich eine 13. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was wir gleich nach der Optimierung haben. Läuft schon. So Leute, Optimierung ist drauf. Also direkt beim Losfahren merkt man, dass das Ding viel, viel giftiger ist. Also eingestiegen in das Ding. Einmal kurz runter vom Hof. Ich habe da ja so einen schottrigen Weg. Das ist ja nicht so geil, da irgendwie Gas zu geben. Ja, ein Stück aus der Ortschaft raus. Und dann nur mal kurz den Pinsel so angetippt. Und man merkt sofort, das Ding ist viel bissiger. So, großartig Gas gegeben haben wir jetzt noch nicht. Ein bisschen Schubabschaltung haben wir getestet. Die ist übrigens zeitgeschaltet. Also es ist nicht dieses typische Pam, 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 bis in die Ewigkeit, sondern wirklich zeitgeschaltet. Beim Schalten hört man richtig schön den Knall jetzt. Und wenn man vom Gas geht oder einmal kurz runterschaltet, dieses zeitgeschaltete Geballer quasi. Aber hier, guck mal, LKW für LKW, leck mich fett. So, dann heizen wir jetzt mal auf die Autobahn, 100, 200. Hinter uns ist schon wieder Verkehr.
Und das war bergauf. Ja. Hast du gesehen, ne? Ja, wir sind bergauf gefahren. Ja. Guckt euch die Zeit an, Leute. 10,6. Und wir sind jetzt bergauf gefahren, weil wir eben ein bisschen Verkehr hatten. Und das nicht so funktioniert hat, wie wir das wollten. Also die Karre geht wie Sau. Schubknallen ist auf jeden Fall auch da. Zeitlich begrenzt. Ein bisschen dezent. Also nicht, dass man gleich in jeder Straßenecke auffällt. Richtig schick. Also ich bin zufrieden. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Wir machen noch mal ein paar Aufnahmen von außen. Was meinst du? Ja, ne? Ja. Optimierung ist drauf, Schubabschaltung ist drauf, habt ihr ja schon gehört. Kapphorn habt ihr auch gesehen. Auto läuft richtig geil. Der Besitzer selbst ist eben auch noch mal eine Runde gefahren. Der ist begeistert. Ich bin auch begeistert. Also, wie gesagt, man darf nicht vergessen, das ist schon ein kleiner Motor mit original 367 PS. Jetzt liegen wir ungefähr bei 410 PS und 80 Newtonmeter mehr. Das ist bei dem Auto schon eine relativ gute Grenze, würde ich mal so sagen. Mehr ist da auch ohne Hardware zu tauschen auf jeden Fall nicht gesund machbar. Das ist schon ein relativ schönes Limit. Auto läuft schick, das Ding beschleunigt sauber durch, Schubabschaltung funktioniert dezent, nach dem Schalten zeitlich begrenzt. Untenrum, wenn man mal steht und mal irgendwo vor dem McDonald's posen will, ne, dann kann man mal ein bisschen das Gas anhauchen, dann kommt so ein leichtes Geblubber. Ich finde, sehr dezent, passt zum Auto. Ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.